Wer hat den besten Hund der Welt? Das ist die Frage, die ich dir heute mal stelle. Und ich bin gespannt, warum dein Hund der beste Hund der Welt ist. Wobei das nicht sein kann, weil die besten Hunde der Welt habe ja ich. Also ich habe gleich 5 Stück davon, aber sie sind wirklich die besten. Ich sag dir auch, warum. Zunächst mal, was soll diese Aktion? Och, ich werde immer gefragt, wie kann ich meinem Hund abgewöhnen? Mein Hund tut dies, das passt mir nicht. Mein Hund tut das, das passt mir nicht. Ich bin den ganzen Tag nur im Stress wegen meinem Hund. Und ich denke mir immer, ich nicht. Ich habe die besten Hunde der Welt. Ich freue mich total. Natürlich gibt es auch mal Situationen, wo ich sage, jetzt könnte ich sie mal an die Wand klatschen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich sage, hey, ihr seid so, so super. Und ich möchte einfach deinen Fokus jetzt, hier und heute darauf lenken, was bei deinem Hund so toll ist, dass du sagst, nee, dein Hund ist nicht der Beste der Welt, sondern mein Hund ist der Beste der Welt. Und das hier unten in die Kommentare schreibst, damit die ganze Welt weiß, dass du den besten Hund der Welt hast. Okay, nach meinen. Ich sag dir auch, warum meine Hunde die besten der Welt sind. Ich fange mal hinten an, Alter vor. Vor Jugend, sag ich jetzt mal. Meine Jule ist ja inzwischen schon 13 und die ist aus dem Tierheim und die hat dort 1,5 Jahre gesessen und keiner wollte sie haben und ich habe keine Ahnung warum. Sie ist einfach der beste Hund der Welt. Sie ist noch nie zu einem anderen Hund gerannt. Sie läuft schon immer an lockerer Leine. Sie kommt zurück, wenn man sie ruft. Sie läuft einfach mit. Sie ist total zufrieden mit allem. Sie ist ein völlig pflegeleichter Hund. Und jetzt wird sie ein bisschen seltsam. Das ist ganz besonders liebenswert, so im Alter. Sie hat so ein bisschen Sachen vergessen inzwischen schon und dotzelt manchmal so ein bisschen vor sich hin. Aber das ist ganz besonders liebenswert. Meine Troy, die zweitälteste, da weiß ich nicht ganz genau, wie alt sie ist. Ich schätze mal, dass sie so 8 bis 10 ist. Eine kleine Papillonhündin, ebenfalls aus dem Tierschutz, wollte keiner haben, weil sie so furchtbar ängstlich ist. Und ich muss sagen, erstens hat sie mich auf die Rasse gebracht, weil sie so ein lustiger Schmetterling ist, der einfach mir das Wesen nahegebracht hat von dieser Rasse und so toll nahegebracht hat, dass ich gesagt habe, davon möchte ich noch mehr haben. Und was ich ganz besonders liebe und warum sie wirklich so ein toller Hund ist und warum sie der beste Hund dieser Welt ist, dass sie so viel Vertrauen hat, obwohl sie bestimmt nicht viel Gutes erfahren hat im Leben und sich wirklich ganz, ganz voll auf mich verlässt und es schafft, so viel Vertrauen in einen Menschen zu setzen, trotz all ihrer Erfahrungen. Mein Meringa ist so ungefähr 5 Jahre alt, ebenfalls ein Tierschutzhund, ist natürlich der beste Hund der Welt, weil sie ist die Einpackerin vor dem Herrn. Sie kann mit Kurven einpacken, mit mehreren Umrundungen einpacken, aus allen Situationen einpacken, von hinten, von vorne und überhaupt. Außerdem kann sie niesen und gleichzeitig humpeln. Total geil. Also sie macht total gerne Tricks und ist ein wirklich lustiger Kobold. Auf der anderen Seite ist sie so ein ganz zarter Hund. So ein, so vorsichtig. Und so, sie würde nie jemanden irgendwie wild ins Gesicht gehen oder sowas. Da guckt sie immer, sie will schnuppern, aber gucken und ist ganz vorsichtig. Ja, dann ihre Schwester Muffin ist auch bei mir, ebenfalls natürlich logischerweise ein Tierschutzhund. Etwas anders gepolt, aber ich muss sagen, ich glaube auf dieser Welt kann sich kein Hund so freuen wie Muffin, wenn sie jemanden sieht, den sie kennt und den sie liebt. Also dieser Hund kann sich freuen, der kriegt sich gar nicht mehr ein, das ist unglaublich. Das ist einfach super. Also sie ist wirklich der beste Hund der Welt. Und dann natürlich nicht zu vergessen, mein Sonnenschein, klein Cleo, mein Baby,
mein einziger Nicht-Tierschutzhund, sondern eben der Schmetterling, der dann eingezogen ist als Welpe. Eine kleine Papillonhündin, inzwischen auch schon 2,5 Jahre alt. Und sie ist einfach der Sonnenschein, und zwar für jeden. Sie schafft es auf dieser Welt, jeden noch so sturen Menschen zum Lächeln zu bringen. Ist das nicht toll? Dieses der beste Hund der Welt. Und ich liebe diesen kleinen Hund, der mit seinen 2 Kilo so viel Charme hat, wie man mit 100 Kilo nicht haben kann. Über alles. Ich liebe alle meine Hunde über alles. Und ich möchte jetzt von dir wissen, warum liebst du deinen Hund über alles? Warum ist dein Hund der beste Hund der Welt? Okay, gerne auch mit Foto auf Facebook, denn da mache ich die Aktion natürlich auch. Und ich bin ganz, ganz gespannt und ich bin total gespannt und freue mich wirklich so richtig auf deine Antworten.